Und wir schalten jetzt zu Simone Striebel. Sie ist für uns im Gesundheitsministerium am Stubenring in Wien, wo eben Gesundheitsminister Anschob in Kürze vor die Presse treten wird. Simone Striebel, ist damit zu rechnen, dass Anschober seinen Rücktritt bekannt gibt? Hier hat sich zumindest schon einmal die gesamte Medienlandschaft versammelt. Daher trage ich auch FFP2-Maske, weil hier Maskenpflicht gilt für die, als Information für unsere Zuschauer. Eine persönliche Erklärung, wenn man das als politische Beobachterin hört, da steckt meistens der Rücktritt dahinter. Und wenn ich in die Gesichter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rudolf Anschober schaue, dann ist es eigentlich eindeutig. Der Minister war letzte Woche erkrankt. Es ist nicht das erste Mal, auch schon Anfang März. Und das hat natürlich viele Gerüchte, viele Spekulationen um einen möglichen Rücktritt genährt, ist auch immer wieder in den Zeitungen, aber auch in den sozialen Netzwerken spekuliert worden. Vom Büro des Ministers hat es geheißen, dass er diese Woche seine Arbeit wieder aufnehmen wird. Er war eben die letzte Woche im Krankenstand. Nun warten wir eben auf seine persönliche Erklärung. Es war ein Ausnahmejahr. Es ist nach wie vor eine Ausnahmesituation in dieser Corona-Pandemie, in der natürlich ein Gesundheitsminister und dieses Amt des Gesundheitsministers mehr als beansprucht wird. Aber gerade in den vergangenen Wochen ist es da auch immer wieder zu Konflikten gekommen. Gesundheitsminister in einer Pandemie, das ist wohl der herausforderndste Job, den es gibt. Es hat auch schon letztes Jahr begonnen, als wir erinnern uns an den Ostererlass, an Unklarheiten. Da ist die Kritik dann natürlich lauter geworden. Aber Rudolf Anschober war auch ein beliebtes Ziel der Länder oder auch des eigenen Koalitionspartners, der immer wieder auch ihn kritisiert hat. In den letzten Wochen gab es dann natürlich auch ums Impfen die Aufregung, dass nicht genug Impfstoff in Österreich zur Verfügung steht, dass Österreich zu wenig bestellt hat. Da musste dann der Spitzenbeamte im Gesundheitsministerium Clemens Martin Auer seinen Hut nehmen. Das war auch in dieser Woche, wo Minister Anschober zum ersten Mal krank oder im Krankenstand war, als Sebastian Kurz der Bundeskanzler diese Pressekonferenz gegeben hat, dass es einen Impfbasar gibt. Also da gab es sehr, sehr viele Konfliktpunkte. Gesundheitsminister Anschober hat eben davon gesprochen, immer wieder, auch im letzten Jahr, dass die nächsten Wochen entscheidend werden. Die nächsten Wochen werden auch diesmal wieder entscheidend sein in der Corona-Krise. Allerdings ist wohl Minister Anschober, Rudolf Anschober, wahrscheinlich dann nicht mehr dabei. Wir werden in Kürze erfahren, welche Erklärung Gesundheitsminister Rudolf Anschober abgeben wird. Bevor es aber soweit ist, beziehungsweise solange wir darauf warten, dass der Gesundheitsminister vor die Presse tritt, Simone Striebel, was heißt es denn, wenn ein Gesundheitsminister mitten in einer Pandemie sein Amt abgibt? Ja, da muss natürlich sehr schnell Ersatz gefunden werden. Ich nehme an, die Telefone in dieser Republik glühen auch schon heiß. Immer wieder ist zum Beispiel die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz genannt worden. Sie war auch schon für die Grünen im Gemeinderat in Wien. Allerdings, ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert, sie wird diesen Job nicht übernehmen. Also die Suche, die geht schon los. Das Gesundheitsministerium ist natürlich in dieser Situation das wichtigste Ministerium eigentlich. Allerdings muss man auch sagen, es ist ja nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern auch Gesundheits- und Sozialministerium, also eigentlich ein Riesenministerium mit ganz, ganz vielen Themen neben der Gesundheit, neben der Corona-Pandemie, natürlich auch noch die Pflege, der Konsumentenschutz. Ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen hat der Minister noch eine Pressekonferenz zu Konsumentenschutzthemen gegeben. Damals haben natürlich alle zum Coronavirus gefragt. Also es ist ein Riesenministerium. Bin gespannt, wie man das künftig aufstellt, ob man vielleicht auch verschiedene Ressorts oder Themen da rausnimmt und vielleicht nur einen Pandemieminister, eine Pandemieministerin gibt. Wir werden das sehen. Das ist aber erst einmal Thema nach dieser persönlichen Erklärung. Wenn es da um Ressorts geht, da wird auch der Koalitionspartner, die ÖVP, ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Es ist in dieser Pandemie bereits dann
Sollte Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen politischen Rückzug bekannt geben, wäre das bereits der zweite Wechsel im Regierungsteam. Wir erinnern uns an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek, die auch ihren Rückzug bekannt gegeben hat, relativ zu Beginn der Pandemie. Was bedeutet das für die Rolle der Grünen innerhalb der Koalition? Sollte Rudolf Anschober gehen, dann geht natürlich auch ein Minister, der schon sehr viel Regierungserfahrung hatte. Rudolf Anschober war ja auch schon in der oberösterreichischen Landesregierung Landesrat. Und da muss natürlich schnell Ersatz gefunden werden. Die Grünen, der zweite Rücktritt. Normalerweise haben wir ja immer im Mai den Rücktrittsmonat. Dieses Mal ist es wahrscheinlich der April. Ja, die Rollen müssen natürlich neu verteilt werden. Die Grünen müssen Ersatz finden. Wir werden sehen, wie das aufgestellt wird. Apropos aufgestellt sein, wie sind denn die Grünen derzeit ganz generell aufgestellt, was das betrifft? Ja, es gab natürlich in den letzten Wochen sehr, sehr viele Troubles in der Koalition, nicht nur innerhalb der ÖVP, auch mit den Chats, aber auch bei den Grünen beim Thema Justiz. Justizministerin Alma Sadic ist da besonders gefordert in der Sache rund um den Sektionschef Pilnacek. Also es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation und dann noch die Pandemie. Ja. Blicken wir da, während wir auf die persönliche Erklärung des Gesundheitsministers warten, auch noch einmal auf die Pandemiearbeit, wenn man sie so nennen kann, der Bundesregierung in den vergangenen Wochen. Da hat es einen Umschwung, eine Strategie, einen Wechsel gegeben in der Art und Weise, wie auch hier kommuniziert wurde. Wir erinnern uns an den Beginn der Pandemie zurück. Damals vom virologischen Quartett war da die Rede, wo auch der Gesundheitsminister dabei war, der Innenminister damals. Das hat sich jetzt geändert. Es sind jetzt vermehrt die Bundesländer mit einbezogen worden und auch dann bei diesen Entscheidungen, bei den Pressekonferenzen präsentiert worden. Was bedeutet das für die politische Arbeit? Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen eben vor allem auf Regionalisierung gesetzt und mit dem Lockdown im Osten und den Öffnungen in Vorarlberg wollte man eben in den Ländern eine andere Situation schaffen. Minister Anschober ist da auch von grüner Seite eigentlich als einziger aufgetreten, weil sich der Vizekanzler Kogler da auch ein bisschen zurückgezogen hat. Wird spannend, wer jetzt nun diese neue Rolle einnehmen könnte. Die Bundesländer, die gehen derzeit auch ein bisschen ihren eigenen Weg. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat ja gestern eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 2. Mai angekündigt. Niederösterreich ist dann nachgezogen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, eben auch bevor dieser Lockdown im Osten, diese sogenannte Osterruhe ausgerufen worden ist, sind auch die drei Landeshauptleute Mikl Leitner, Hans-Peter Doskozil und der Wiener Bürgermeister hier im Gesundheitsministerium aufmarschiert. Und da war eigentlich Gesundheitsminister Anschober und Michael Ludwig auf dem Standpunkt, dass Österreich jetzt sehr, sehr harte Maßnahmen braucht und andere Länder, zum Beispiel eben Niederösterreich, wollte den Handel zum Beispiel offen lassen. Also es gab auch zwischen dem Gesundheitsminister und zwischen den Ländern immer verschiedenste Konfliktpunkte. Und sollte es eine neue Ministerin, einen neuen Minister geben, dann wird auch die Kommunikation mit den Ländern eine ganz, ganz wichtige sein.